Hallöchen, hier ist Jessica mal wieder. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Sonntag verbracht. Und ich wollte kurz bevor die BOGO-Woche startet, mal darüber sprechen und was das eigentlich alles bedeutet. Also BOGO ist so ein typisch amerikanischer Name, also eine Abkürzung für Buy One, Get One. Das heißt also, kauf eins und erhalte eins gratis. Das kann aber natürlich hin und wieder auch heißen, dass man nur eins kauft, aber mehrere Sachen gratis erhält. Das kommt eben ganz darauf an, was doTERRA gerade an dem Tag so für uns vorbereitet hat. Wir starten die Woche mit einem ganz, ganz tollen BOGO. Und zwar kaufe einen Petal Diffuser und bekomme drei Öle gratis dazu. Ja? Die Öle sind Kumquat, rote Mandarine und Wildorange. Ja, also du bekommst die drei Öle gratis, wenn du einen Petal Diffuser kaufst. Das Angebot ist immer nur 24 Stunden und solange der Vorrat reicht. Also das ist wichtig, dass ihr das wisst, weil es ist oft so, wenn ihr, jetzt zum Beispiel wisst ihr ja schon, was es am Montag gibt, also rate ich euch echt, dann zuzugreifen schon am Morgen, weil es wirklich sein kann, dass es dann am Nachmittag oder so am frühen Nachmittag schon ausverkauft ist. Ja? Also von daher hoffe ich, dass wenn ihr merkt, okay, das BOGO möchte ich unbedingt haben, dass ihr dann auch wirklich zuschlagt und damit ihr davon eben profitieren könnt. Eine kurze Sache dazu, es ist wichtig, dass ihr eine Kreditkarte benutzt, weil das an dem gleichen Tag abgerechnet werden muss, damit ihr auch dieses BOGO erhalten könnt. Ja? Das kann auch mit anderen Sachen kombiniert werden. Ja? Also ihr könnt zum Beispiel den Diffuser kaufen, habt ihr zum Beispiel noch kein eigenes Konto, dann könnt ihr einfach entweder die Mitgliedschaftsgebühr von 20 Euro plus Mehrwertsteuer, je nachdem in welchem Land ihr wohnt, einfach kaufen und dann den Petal Diffuser dazu nehmen. Dann habt ihr für das ganze Jahr eben die Mitgliedschaftsgebühr bezahlt und 25% spart ihr dann gegenüber dem Normalkauf. Oder ihr könnt dann noch andere Sachen dazu nehmen. Ja, also ihr müsst nicht nur den Petal Diffuser dazu nehmen und die Mitgliedschaftsgebühr, sondern ihr könnt auch andere Sachen dazu nehmen, ob das vielleicht noch andere Öle sind oder andere Produkte. Also das ist auch möglich. Dann, wenn ihr diese Mitgliedschaftsgebühr komplett sparen möchtet, ja, was natürlich der beste Weg ist, dann wählt ein Starter-Set aus. Ja? Also eins des Starter-Sets, das werde ich auch später in den Kommentaren nochmal hochladen. Es gibt verschiedene Starter-Sets, die wir haben und dann fällt die Mitgliedsgebühr komplett weg. Ihr könnt den Petal Diffuser dazu nehmen. Ihr qualifiziert euch dann ab 100 PV, wo alle Starter-Sets sich für qualifizieren, dann auch für 50 Produktpunkte, die ihr dann später für kostenlose Sachen einlösen könnt. Ja? Also ihr habt im Prinzip 50 Euro, mit denen ihr dann später shoppen gehen könnt. Ja? Das ist also ab 100 PV. Also ein mega, mega Angebot. Diffuser kann man nie genug haben. Wenn man zum Beispiel das Family Essentials Kit auswählt, kommt ja kein Diffuser dabei. Also wäre das ideal, wenn man das dann vielleicht dazu nimmt, um dann diese drei Gratisöle noch dazu zu bekommen, plus die 50 Punkte eben. Ja? Also das ist schon mega. Also ich habe noch etwas, was ich selbst anbiete, also als Berater, und zwar ab 200 PV, also ungefähr 200 Euro plus Porto, Mehrwertsteuer und so, dann bekommt ihr noch von mir zu den ganzen zusätzlichen Sachen noch ein Ölebuch dazu, noch eine Wildorange und einen anderen Diffuser, nicht den Petal Diffuser. Ja? Also nur damit ihr Bescheid wisst, dass es dieses Angebot gibt. Wie gesagt, die BOGO-Woche, da wird es jeden Tag ein anderes Produkt sein, was angeboten wird. Also wenn ihr irgendwas haben möchtet, schlagt zu. Ihr könnt es leider nicht kombinieren. Ja? Also ihr könnt nicht dann alles in den Einkaufswagen tun und am Ende der Woche bestellen. Schön wäre es, aber ist leider nicht möglich. Ihr müsst immer alles einzeln bestellen, wenn ihr daran Interesse habt. So, jetzt wollte ich mal kurz über die Öle sprechen, die es ja normalerweise bei doTERRA so nicht zu kaufen gibt. Und zwar das Kumquat und die rote Mandarine. Ja, da habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, sonst vergesse ich das alles wieder. So, die Kumquat. Ja, das ist also
Also ein Zitrusöl, wie alle Zitrusöle, super toll, stimmungsaufhellend. Das ist belebend für den Geist, wirkt aber auch beruhigend, ja, was ich an den Ölen ja liebe, weil die immer, die können in verschiedene Richtungen gehen, ja, was das angeht. Die hat sehr reinigende Eigenschaften, gut für Haut und Haare. Denkt aber immer daran, es ist ein Zitrusöl, also jetzt im Sommer aufpassen, nicht danach Sonnenbaden gehen. Sehr gut für die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und auch das Nervensystem. Hat positive Wirkung auf den Stoffwechsel, ja, also zum Abnehmen, ja, ist das wunderbar. Im Diffuser kann man das natürlich immer gut kombinieren. Alle Zitrusöle kombinieren sich natürlich mit anderen Zitrusölen sehr gut. Also ob das jetzt mit Wildorange ist oder mit Bergamot oder mit Zitrone, Limette oder natürlich auch erdenden Ölen. Also ich mische Zitrusöle immer gerne mit erdenden Ölen oder dann teilweise auch mit so eher blumigeren Ölen, so wie Lavendel oder Clary Sage, also was Muscatella-Salbei ist. Ja, also man muss einfach da irgendwas finden, was einem vom Duft eben gut zusagt. Und dann kann man das super im Diffuser benutzen. Wir haben hier so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass man blank am Schmelzen ist. Das ist ja schon krass hier, aber naja, ist nicht mehr lange, also keine Sorge. Ich schmelze nicht für euch weg. So, die rote Mandarine, da habe ich auch noch ein paar super Stichpunkte aufgeschrieben. Ist auch sehr reinigend und klärend für die Haut. Immer wieder dran denken, Achtung Sonne, ja, also nicht in 12 Stunden danach in die Sonne gehen. Ganz toll, wenn man es für die Verdauung benutzen möchte, einfach einen Tropfen ins Wasser und das kannst du dann trinken. Du kannst es auch in eine leere Kapsel reinträufeln, das ist auch möglich, wenn du den Geschmack nicht magst. Wobei rote Mandarine jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht schmeckt, aber jeder hat eben andere Vorlieben. Die rote Mandarine kommt von derselben Pflanze wie unsere grüne Mandarine, ja? Also nur mal so als kleine Info, ist auch ganz toll für den Schlaf, also nachts im Diffuser sehr toll, kannst du auch topisch dann benutzen, aber die aromatische Wirkung dann wirkt sich dann wirklich positiv auf den Schlaf auf, ja? Auch mit anderen Ölen natürlich kombiniert, ob das jetzt mit Lavendel ist, mit Serenity oder Sandelholz, ja, also es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr das dann für den Schlaf benutzen könnt. Auch super für die Verdauung, wieder das Nervensystem, ist emotional erhebend und stärkt den Geist und super für das Lymphsystem. Also ganz klasse, wenn man das vielleicht mit einer Massage kombiniert, ja, also vielleicht auf die Beine, vielleicht nach der Dusche, ein bisschen Kokosöl oder in eine Lotion gibt, ein, zwei Tropfen von dem Öl, von der roten Mandarine, dann schön in die Beine einreiben und das hilft dann mit dem Lymphsystem. Das Allerbeste, was das Lymphsystem natürlich angeht, ist Sport, ist ganz klar. Oder eben auf dem Trampolin zu springen, ja, das wissen wir alle, also von nichts kommt nichts. Ja, unser Lymphsystem braucht das eben, um richtig zu funktionieren und verstopfen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich nehme das immer, also ich kann mir das immer so gut vorstellen, dass das Lymphsystem sich verstopft, wenn wir uns nicht genug bewegen. Ja, und dann kann es dann dementsprechend dann zu Problemen führen. Ja, und das wollen wir ja nicht. Also kann die rote Mandarine eben den Lymphfluss anregen, aber geht dann vielleicht ein bisschen spazieren oder irgendwas anderes. Ja, also das, die Kombination ist dann immer die beste. So, das andere Öl, ich meine, das kennt ihr alle bestimmt, Wildorange, das kommt ja auch noch gratis dazu bei diesem BOGO am Montag. Beziehungsweise habe ich jetzt gelesen, dass es schon ab heute 11 Uhr abends zu bestellen gibt. Also das weiß ich nicht hundertprozentig, habe ich aber gelesen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, ja, ob es funktioniert, wenn ihr dann noch wach seid. Wildorange, klar, belebendes Aroma, stimulierende und energetisierende Eigenschaften, ja, es passt einfach zu allem. Ich benutze Wildorange, das ist, glaube ich, das Öl, was wir am allermeisten benutzen. Ich tue das mit allem kombinieren, ja, weil es einfach zu allem super passt, vom Geruch her, also vom Aroma her, aber auch einfach, ja, es tut einfach immer gut, ja. Ganz toll, auch für die Konzentration, super mit Pfefferminz dann auch zu verbinden, Rosmarin auch, ja. Super für das Immunsystem, für den Schlaf, für depressive Stimmung, ja. Das sind alles so Dinge, wo diese Öle ganz, ganz toll wirken können.
Und das wollte ich jetzt eigentlich nur mal kurz besprechen, damit ihr wisst, was das BOGO eigentlich heißt, auf was ihr achten müsstet. Kreditkarte ist wirklich ein Muss, weil ich bin mir nicht sicher, ob doTERRA das dann im Nachhinein mit Überweisung dann irgendwie noch raussenden kann. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich denke, mit Kreditkarte seid ihr auf der sicheren Seite, einfach weil es dann sofort durchgeht, die Bestellung. Ja. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. So, es ist wirklich mega, mega heiß hier. Ich werde da mal wieder mich abkühlen gehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und falls irgendwelche Fragen noch sind, einfach an mich wenden. Habt ihr noch keinen Berater? Ich bin gerne für euch da und berate euch dann, was die Öle angeht, sehr gerne. Und ja, dann bis demnächst. Tschüss!